Ja, nach einer Abkühlzeit unserer Kamera, die ist nämlich heiß gelaufen, kommen wir jetzt in die Phase unseres Leitwerks. Ich lege das hier einfach in den Vakuumsack. Dann falte ich hier vorne, deswegen ist das, steht das ein bisschen raus. Ich falte das hier etwas rein, damit unter dem Ventil etwas mehr Volumen ist. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich bevorzuge seit Jahren die Klebebandmethode. Es gibt so eine Methode, da kann man in Kabelkanäle den Sack zumachen mit einem Schlauch. Kann man, muss man nicht. So. Ja. Nun kommt unser Bauteil in die Temperkammer. Dann mal eben den. Ich nehme jetzt mal den alten Kompressor, weil der macht nicht ganz so viel Lärm wie mein. So, dann schließe ich hier meinen Vakuumschlauch an den Sack an. Ja, das war's schon. Wie ihr seht, das Vakuum schön gezogen. Hier auf der Rückseite kann man schön die Kante erkennen. Es gibt Profilformen, die, wo man auch eine Unterlage noch unterlegen muss. Ich benutze das HT22. Auch da bräuchte man vielleicht eine, aber ich mache es so, dass ich es gerade auf die Fläche auflege. Man könnte auch jetzt, wenn man die Oberschale vom Kern hätte, das ist jetzt vom Seitenruder, den auflegen. Ein paar alte Batterien drauf zum Beschweren, dass das Bauteil ordentlich aufgedrückt wird. Mal gucken, ob alles gut ist, alles dicht ist. Die Deckplatte vorne vor. Ups, und morgen wissen wir mehr. So, nun haben wir ein vorbereitetes Leitwerk. Wo habe ich das denn hingetan? Da. Ich habe jetzt in der letzten Woche, war ich schon mal tätig, habe schon mal ein Leitwerk vorgebaut. Also mit der gleichen Art und Weise. Schere. Ich lasse hinten immer etwas überstehen, dadurch gibt es eine sehr scharfe Endkante. Und umso schärfer die Endkante beim Modellflugzeug, überhaupt beim Flugzeug ist, umso besser ist der Wirbel hinter der Fläche, also das Ablaufen der Luft. Ja, kleinen Styroporrest, das besagte Schmirgelein. Ja, und jetzt seht ihr hier vorne diese Kante. Das ist wie so eine Dreieckskante. Einmal übergeschliffen. Möglichst immer das Glas zuerst schleifen, weil der Kohleanteil hier hinten, der Kohlestaub setzt sich immer überall rein und wenn man Pech hat, färbt das auch noch das Leitwerk schwarz ein, was ja keiner haben möchte.
und fertig ist mein Leitwerk. So, wenn man hier mal richtig guckt, kann man eventuell sehen, wo unsere Nut ist, wo nachher unser Klebeband eingeklebt wird. Ich kann das gleich nochmal im richtigen Modell zeigen, wie es aussieht. So, dann wiegen wir das gute Stück mal. Wir haben ein Gewicht von 6,3 Gramm. Ich denke dafür, dass wir weder vorher das Harz ordentlich abgemessen haben, sondern nur mit Zewa aufgenommen haben, ist das ein Spitzenwert. Die Seitenruder wiegen so auch zwischen 5,3 und 5,9 Gramm, je nachdem, wie man sie fertigt. Das heißt, man kann einen Leitwerkssatz locker mit einem Gewicht ungefähr von 12, 13 Gramm gut herstellen. Jetzt wird manch einer sagen, ja, da ist ja nicht genug Kohle drin, das hält nicht. Ich habe hier einen meiner Wörlis. Wie ihr seht, hier ist immer noch das erste Leitwerk drauf. Das Modell fliege ich jetzt hat jetzt drei Saison Wettbewerbe hinter sich. Von diversesten Abstürzen bis Baumlandungen, Hochbaumlandungen, alles. Und hat es immer mitgemacht. Das Seitenruder habe ich allerdings schon öfters mal erneuert, aber hauptsächlich deswegen, weil ich damit irgendwo unter der Decke unter die Decke geknallt bin. Andersrum seht ihr hier auch einen Flügel aus Glas. Man muss nicht unbedingt immer in Kohle bauen. Hier habe ich allerdings dann ein Kohleholm drin, 3x08. Reicht für eine Festigkeit allemal aus. Der Flügel ist aus 50er Glas gebaut, mit Dissergewebe. Das ist 1K-Gewebe hier, das die Torsion ausnimmt. Und wie ihr seht, das ist eigentlich alles vollkommen ausreichend. Und wer den Flieger schon mal im Wettbewerb gesehen hat, funktioniert wunderbar. Tja, Leute, das war's. Ende.